Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von Dolores. Wer ist dran? Ich. Ja, ich will dann mal nicht da ja auch noch eins wählen. Dabu, wähle. Catwoman, die alte, die Classic. Oh mein Gott. Welche haben wir noch nicht gehabt? Ja, aber ich habe so viele Sachen. Welche? Ich hab's nicht verstanden. Die haben wir noch nicht gehabt, die Catwoman. Catwoman? Catwoman haben wir noch nicht gehabt, die alte. Halt so die Classic, die neu ist. Ja, Catwoman 1966. Die ist bei mir lila. Die mit den langen Haaren. Da sind viele Catwoman. Ja, die ist bei mir auch lila. Die ist bei mir auch komplett lila. Habt ihr die nicht bei Peter geändert? Ja. Das sieht bei mir ganz komisch aus. Ja, bei mir ist lila. Bei mir ist die aber auch lila. Lila, schwarz kariert ist die. Ja, genau. Ja, das heißt, sie funktioniert. Ja, es gibt aber noch mehr Catwoman, ne? Ja. Stimmt, die ist bei mir auch. Oh, toll. Sehr viele Catwoman, ja. Such dir eine aus. Ja, cool. Such dir eine aus. Cat. Achso, das sind ja einfach nur die. Oh, guck mal, die bei die mit dem roten Kleid, da wabbeln die Möpse. Da wabbeln die mit dem roten überall. Was? Die flitschen, also die zuppeln richtig. Wenn man, Ja. Aber die, Ach, das ist doch die, die du nackig machen kannst. Ja. Oh ja, was? Lass das mal machen. Ja, okay. Die mit dem roten Kleid, oder was? Ja, die kannst du nackig machen. Das Dress auf zwei. Ja. Oh. Wo geht das? Buddy Groups. Ah, da. Dann das Dress auf zwei ziehen. Und die Haare? Das ist so geil. Haare so lassen. Ja, aber dann hat die bei mir gar nichts. Ja, das weiß. Aber der Handschuh und das Schüchen. Haare? Ja, die Haare einfach normal. Okay. Geil, Alter. Geil, das einfach aus. Das Möpse, hab ich auch öfters Möpse, gemacht, Möpse, Alex. Möpse. Die ist hungrig. Die hat ein Loch im Bauch. Ja. Ich bin Detective, das erste Mal heute Abend. Ui. Stefan. Krass, Alter, richtig krass. Was denn? Ja. Warte. Ich kann ranzoomen. Hör auf, spring auf. Ich will es genießen. Alter, du bist so wieder. Hä, wo sind wir jetzt eigentlich? Ach so, hier waren wir schon lange nicht mehr. Ich habe Andys Signatur gesehen, der ist hier irgendwo hergekommen. Andys Signatur? Ja. Andys Signatur. Die war hier. Hoffentlich hat er keine gesicherte Silhouette. Warum wirfst du Waffen hier einfach in den Fluss? Verschlüsselt. Weil ich die hier vorne haben wollte. Ach so. Alter, Sabrina läuft mit einer Crowbar rum. Ja, warte. Tötet sie. Okay. Nein. Wo bist du? Warum nicht? Sabrina. Das ist doch gemein. Schatz. Hier schießt irgendwo einer. Warum ist denn der Übbe jetzt hier unten? Keine Ahnung, der lag hier die ganze Zeit und hat vor sich hingepuppt und geschlafen. Das Lava-Ding ist er bei mir. Das Lava-Ding ist auf. 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 Leute, das Lava-Ding ist auf. Entschuldigung, Alter. Ich hab's immer hingüpft. Nein! Nach dem Ding. Was? Das Lava-Ding. Rennt aus 50 Meter Entfernung drauf zu oder so. Nein! Aus Versehen rein! Granate! Achtung! Wo? Genau da im Lava-Ding. War eine HE. Macht euch alle über mich lustig. Da, guck mal. Warum stehst du da? Wer? Was? Du! Einfach so. Voll... Die Lava brennt. Mhm. Die Lava ist die so Lava heiß, dass sie brennt. Die Lava brennt. Da kann doch wohl nicht wahr sein, ey! Wir stehen so wie Höllenmenschen, stehen wir so dass um die Lava rum hier so. Oh! Hey, wer soll sich ficken? Die Granaten sind los. Warum? Darum. Ich hab doch nur mit dem Tanz gemacht. Oh Gott! Du hast wieder das Luftding gemacht. Alter, was geht hier ab? Hab ich gar nicht. Hast du froh? Nein! Leute, ich bin nicht heil. Hey, aua! Das Lava-Ding hat gebrannt. Aua. Mhm. Und dann ist der Vulkan explodiert. Kann ich auf dem Busch stehen? Explosion. Ich will auf dem Busch stehen. Oh Mann, oh. Alex, deine Hose ist runtergerutscht. Oh, scheiße, Stefan. Danke. Warte.
Oh, Entschuldigung. Nein, das war keine. Nein, das war keine Absicht. Leben noch alle? Nee. Ja. Peter? Ich denke schon. Oder? Ist Peter tot? Was geht hier ab? Gott sei Dank. Ich. Andi? Hä? Nee, der wollte doch gerade wieder was sagen, oder? Andi könnte tot sein. Mann! Wer ist tot? Andi könnte tot sein, der sagt nichts. Ach so, ja. Alter. Scheiß. Entschuldigung. Dass ich so hässlich bin. Andy Candy. Da oben aus dem Fenster hat jemand geschossen. Glaube ich. Irgendwo hat jemand. Ey! Okay. Pascal? Du hast auf mich geschossen! Nein! Ich hab nur noch 78! Du hast jetzt einen Pfeil im Knie. Ein Pfeil? Jetzt kannst du kein Abenteurer mehr werden. Oh ja. Oh. Hallo. Alter! Nee! Sabu! Nee. Oh Gott, ja geil! Oh, Dank. Ah. Ich kam oben nicht mehr aus diesem blöden Dachboden raus. Das jetzt? Da habe ich mich aber gerade ganz schön erschrocken. Das war so plötzlich, ne? Ja, einfach so Klatsch. Ach, hier ist ja auch die Musik. Ach Musik. Ja, jetzt höre ich so auch. Ja, jetzt ist er auch erst da. Der irgendwie hat das manchmal. Ich bin Innocente. Innocente. El Innocente. Oh. Hat jemand das Ding aufgemacht? Hat jemand das Ding aufgemacht? Hat jemand das Ding aufgemacht? Oh, oh. Okay. Ich vermute, dass ich den Täter hier finden werde irgendwo. Bist du dir da sicher? Nee, ich vermute nur. Das ist, aber jetzt hat er jetzt. Ja, jetzt hat der Täter sich, glaube ich, aus dem Staub gemacht. Aus dem Staub. Eins, zwei, drei. Was hast du gemacht? Alter. Nichts! Ich hab 1, 2, 3 mit ihm gespielt und dann flog eine Rakete von oben! Was? Missile, okay, ja. Alter. Ich könnte mir vorstellen, dann würde er sich aber schlecht fühlen, weil er Alex gespielt hätte. Ich glaub irgendwie nicht. Ist es richtig, dass Lexi mir rot angezeigt wird, wenn ich tappe? Ja, das heißt, sie war Traitor. Ja. Ja. Das heißt, sie wird jetzt wahrscheinlich ziemlich sauer sein. Warte, vielleicht hat sie sich vielleicht selber mit der Warum, weil du Traitor bist und sie getötet hast? Nee. Ja, sicher. Okay, ja, Peter wird von mir getötet, wenn ich ihn sehe, weil der wird, der versucht wieder hier. Ich glaube aber zum Beispiel, der Pascal, der würde nicht sagen, wie die mir jetzt rot angezeigt, weil die Traitor war, oder weil. Doch. Wenn er es nicht weiß, dann hätte er vielleicht nichts gesagt, weil es könnte ja sein, dass der Traitor das nur sieht. Dann hätte er sich damit ja jetzt verraten. Also ich glaube nicht, dass das ist. Dann wäre der größte Guess aber gerade auf dich, weil Andi, warum sollte Andi die beiden konfirmen? Dann ist der Guess halt auf mich, aber ich bin's nicht. Ich würde sagen, Peter ist es. Weil der direkt wieder versucht, hier auf mich zu lenken. Okay, du hast mich ertappt. Ich glaube auch, ich bin es. Oh, ich glaube auch, der Peter ist es. Okay, Peter ist es vielleicht doch nicht. Also, ja gut, es bleiben nur Andi und Pascal. Nee, es bleiben nur Stefan und Andi. Ja, aus deiner Sicht bleiben nur ich und Andi. Ja. Aber ich war es nicht. Ich war ziemlich nah an der Cruise Missile dran, also. Ich hab gut, aber andererseits, also, die Alex hat sich ja selber damit. Ihr zwei könnt euch doch duellieren. Warum du nicht? Ja, aber ich bin ja innocent. Ich bin auch innocent. Bei mir steht's auch unten links. Haste Mode 5:15. Nein, 5:13. Ja, jetzt. Wow. Aber wo ist der Andi hin? Er ist hier hinten bei mir. Die ganze Zeit. Ich war eben bei dir, jetzt war ich eben bei Stefan, jetzt bin ich bei Pascal. Geht ihr eigentlich immer in die Ecken da, wo man euch dann nicht findet und den Trailer nicht rausfindet, wenn der da sein Handwerk vollzieht? Sein Handwerk nachgeht? Ja. Da ist eine Granate geflogen. Ja, Andi hat eine Granate geworfen. Ich werf immer Granaten. Sehr verdächtig, sehr verdächtig. Apropos.
Arsch. So, ich werde nun von dannen ziehen und euch euer Ding machen lassen. Gut, dann gehe ich auch weg. Dog. Boah, Alter. Der ging kurz vor die Disco durch. Zibbe. Warum hast du auf Pistole gewechselt? Warte mal. Ach, das ist dein Schatten. Ich hab nicht auf Pistole gewechselt. Ich hab das Incendiary Grenade. Incendiary. Mann! Verarsch mich nicht! Pascal muss mal Luft holen. Pascal, wo bist du? Du warst doch eben noch hier. Bist du in den Trader-Raum gegangen? Nein. Ich bin weggelaufen. In den Trader-Raum gelaufen? Vielleicht. Ich höre eine Crowbar. Ich höre auch eine Crowbar. Andi ist es. Fenster klirren. Andi ist oben auf dem Dachboden. Alles klar. Der Dachboden, wo man auf nicht wieder runterkommt. Ja. Stimmt, da kam der ja irgendwann selber mal nicht mehr runter. Ich will auch. Au, ne, der tut mir nur weh, ich bin weg, Leute. Lass ihn da oben. Haut euch, der ist da oben. Keine Granaten, die wir da hochwerfen können? Oh, stimmt. Brauchen wir nicht. Ja, aber lustiger, wenn wir oben ausbrennen lassen. Ich hab ja noch eine Granate. Warte. Peter, hast du nicht irgendwie was? Verdammt. Oh. Oh Gott! Okay, die erste Granate hätte mich vielleicht fast selbst getötet. Mist. Ich hab auch gegen die Wand geworfen. Ja. Au. Da kam ich halt nicht mehr weg. Das war, also ich sag mal so, diese Air-Missile, da kannst du einfach nicht sehen, wer Traitor ist und wer nicht. Durch dieses Ding, durch diese Pakete, siehst du aber nicht. Alter, ey. Ich hab einfach nur dahin gezählt, wo die meisten Leute standen. Ach, hatte mal so ein Laptop in der Hand, oder was? Ja, du kannst dann drücken und dann siehst du dann die ganze Map von oben halt und dann kannst du halt dann einfach dann da irgendwo hinzählen, wo dann die Rakete kommt. Ah, wie bei Modern Warfare oder was? Ja, aber das Ding ist halt, du siehst halt nur Stefan, Unterschied Stefan. Zwischen Leute und Detective, aber nicht, ob da jetzt ein Traitor bei ist. Ah. Peter. Das war halt mies dann. Also auf hinter dir. Oh, hier hat einer geschossen. Ja, hab ich gehört. Ja, einer von euch dreien da hinten. Nein, da ist nur einer an uns vorbeigelaufen. Der hat geschossen. Lexi hat aus Versehen geschossen, glaube ich. Da ist mir ein Pups rausgerutscht vor Schreck. Ich auch noch eiskalt, ne? Nicht aus Versehen. War schon eine Absicht. Hui! Aber der Dachboden ist mies, oder? Ja, der Dachboden ist irgendwie richtig dumm, weil da kommst du hin, aber nicht mehr raus. Ja, super scharf. Ah! Warum schaffst du es? Wo ist es? Da hinten. Ey, Stefan ist es! Der schießt auf mich! Oha. Da war ein Schaf. Tim, ist das dein Schaf? Ja. Alter! Warum? Bitte mal aufhören, auf mein Schaf zu schießen. Ja, ich hab dann müssen wir aber auf Stefan, der hat auf Alex geschossen. Andi schießt mein Schaf kaputt! Hat Alex gesagt. Ja. Habt ihr das mitgekriegt? Ich lebe auch noch. Der hat mich irgendwie hier eingesperrt. Super klasse. Oh. Was folgst du mir auch in den Traderraum? Toll! Mario! Also, war das ein Beobachtungsschaf? Also Stefan ist Trader. Ja, es war ein Beobachtungsschaf. Zibbe ist Ding. Ja. Stefan ist Trader. Ja. Ja, hab ich mitgekriegt. Was dumm ist, ich bin jetzt auch hier oben. Bei mir ist einer ins Wasser gesprungen. Ja, hab ich auch gesehen. Das Wasser ist nämlich Dingsbums,
Giftig. Sofort tot. Peter. Och Manu, ich wollte die Cruise Peter, ein bisschen ausstarten. Also, das war jetzt nochmal, ich wusste das mit dem Wasser nicht, das ist so. Das wusste ich auch nicht, hätte mir auch passieren können. Peter ist ein mieser öfters? Hund. Ja. Da ist er mich suchen gegangen. Der Pisser. Wie das aussieht. Wie alle in die gleiche Richtung laufen. Das ist einfach das halbe Kinder. Mann, ich wollte die Cruise Missile ausprobieren. Ich auch. Deswegen habe ich am Anfang gesagt, Stefan, dass du mitkommst, damit ich dich nicht töte. Ach, also Leute. Jetzt bitte nochmal. Okay. Was denn? Hier steht. Rapid Innocent Detective. Da hat jemand die Cruise Missile gestartet. Hat aber nicht getroffen. Die Schweinesau. Was war das? Cruise Missile, ich weiß nicht, wer es war. Ich vermute Peter. Ich bin auf ein Leben runter, Alter. Alter! Du weißt ja, oh, das wäre tot. Was? Oh Gott. Im Ernst? Leute. Also für mich sah es gerade so aus, als ob Zimmer Stefan getötet hat. Kann mal jemand bitte Stefan da confirm? Weiß nicht, wie das geht, ne? Mit dem. Kann mal bitte da jemand Stefan confirm? Ja, also okay, Andi ist es. Andi hat gerade Alex wieder getötet mit der Cruise Missile. Wer ist noch da? Ja, wir beide. Und Andi. Alles klar. Wo denn? Sabrina! Oh mein Gott. Wieder, warum hast du mich jetzt abgeknallt? Von mir aus sah es so aus, als ob du Stefan getötet hast. Okay, ich hab's rausgefunden. Es ist halt mega dumm. Ja, was der, denn? Wenn du in der Cruise Missile bist, dann wird dein Traitor-Kollege als blau angezeigt. Ja, das hast du doch auch schon gesagt, dass du das nicht siehst. Und mach das nochmal. Eiskalt, die andere Kappe. Ja, nee, nein, weil ich dachte, dass blau der Detective ist. So auf der Cruise Missile. Ja. Aber es ist, deswegen habe ich auf Alex gezielt. Zweimal jetzt. Weil ich jedes Mal dachte, das wäre der Detective, aber anscheinend ist blau dann der Traitor-Kollege. Leute. Ja. Ich verstehe diese eine Waffe nicht. Die hat ja diese Detective. Da ist so eine Kugel. Ich weiß nicht, wie man die einsetzt. Was steht denn da? Detective Ball, mein Stand ist dann zu Detective Field Traitor Unmasker. Ja, genau. Das weiß ich nicht. Dabo, warst du gerade Detective in der letzten Runde? Ja. Du hast mich damit angestupst mit dieser komischen Kugel und wurde eingeblendet, you will be unmasked in 10 seconds. Ah, okay. Also nach 10 Sekunden wird dann jemand als entlarvt und du siehst, ob der Traitor ist. Alles jetzt geht es hier aber los mit den Raketen, okay? Okay. Alter, ey. Stefan, warst du dort? Ich hab nur noch 14 Leben. Und ich sag das hier, das war immer mit den Raketen los. Hier, ja, dämlich, hast du sie noch alle? Alex. Alex. Your position has been shuffled. Oh, wow. Und wieder. Und nochmal. Geschuffelt wurde ich. Wieder. Ich bin ein Schaffler. Shoot. Every day I'm shuffling. Alex. Andi, was ist Alex, denn? Ja, Alex, bleib mal stehen, warte. Wo bist du denn? Das. Ach, du bist das. Ich bin schon wieder fast tot. Was passiert denn jetzt hier? Andi? Ja. Andi ist Detective. Ja, hab ich gesehen. Ja, aber, was wolltest du denn jetzt von der Alex? Alex, was passiert? Gar nichts. Wie, gar nichts? Gar nichts. Was hast du getan? Ich hab dich mit dieser Kugel abgeworfen. Ja, und ich bin innocent, da kann nichts passieren. Ach so, warst du eben Traitor? Ja, eben war ich Traitor. Ah! Traitor! Aber ich wurde ja innerhalb dieser 10 Sekunden aus Versehen getötet. Ah, warte mal. Deswegen ist nichts passiert. Also das heißt, die Waffe hat nur einen Effekt auf Traitor. Also wenn Genau, wenn du jemanden abwirfst, der innocent ist, dann passiert gar nichts. Genau. Wenn du jemanden... Und dann weiß man halt, dass der innocent ist. Also ist Alex richtig, safe. Richtig, ich bin safe, ja. Yes. Jetzt heißt es, ich glaube, du wirst dann gehealt, wenn du das auf dem Innocent machst. Da wird der gehealt, der Innocent. Ja. Und die Alex ist halt eine gute. Die Alex ist halt eine gute. Aber Alex beste. War full life. Die beste. Deswegen. Ach, hätte man auf den Stefan gemacht. Ah! Hey, ich schleim nicht. Da ist irgendwo. Ich meine, das ist voll Ernte. Ernte. Ich höre Schüsse. Pascal hinten. Glaube ich nicht, dass Pascal es ist. Ja. Alex, ich will dich nicht töten. Alex, Peter, dein Ernst? Alex, ich hab gesehen, wie du den abgeschossen hast. Ich möchte dich nicht töten. Peter, ist es gut.
Geil, Alex. Finde ich richtig geil. Ich wieder schäm dich. Ja, warte. Nababart. Ich bin durch diesen Teleporter, mach die Tür auf einmal warte. Steht der Stefan vor mir. Dass die Alex einfach nicht auf den Peter gehört hat. Peter und ich stehen beide im Traitor-Raum. Ich mach diesen Player-Shuffle. Wer landet im Traitor-Raum? Ich und Peter. Zippe. Du hättest das Ding eventuell vorher lesen müssen. Die Traitor wechseln ihre Positionen untereinander. Das muss man ja wissen, ne? Auf mich hat einer eine Granate geworfen. Ich hab eine Granate in die Mitte geworfen. Ja, die hat mich erwischt. Oh. Ich werf noch eine Granate in die Mitte, Achtung. Alter, ich stehe immer noch hier! Ja, dann geh doch da weg! Weil ich knall ich dich ab, ne? Der ist so viel mit dem Waffen. Ah, Rakete! Ja. Okay, Stefan, ich glaube, du bist es nicht, weil die Rakete kam genau zwischen uns beide. Dann heißt es, dass Peter es ist. Hä? Hä? Ja, Schlussfolgerung, ganz klare Schlussfolgerung. Peter ist es. Bällchen. Ich hab leider nichts mitgekriegt und. Also, ich vertraue dem Stefan. Ich glaube, es ist der Andi. Ich vertraue dem Stefan auch, aber dem Peter nicht. Ich glaube, es ist der Andi. Ich vertraue der Alex. Der Andi haut jetzt voll raus mit der Rakete. Ja, bis er einmal nicht die Alex erwischt. Ah, wer war das? Was ist das? Ist das eine Traitor-Waffe, die Rakete? Ja, deswegen wollte ich doch auch mit dir machen, dass wir beide das machen können. Ich wollte die auch machen, aber ich habe die im Traitor-Shop nicht gefunden. ASM heißt die, glaube ich. Ah. Andi, ja, ist es Andi. Was ist da los? Aber ich habe Andi gemacht. Geil. Nice. Sehr schön. Da sahst du ganz schön scheiße. Alter Schwede. Okay, Pascal. Ach, einer noch. Ich bin safe. Ja, wollte ich sagen. Aber du bist safe. Die Alex und Sabrina ist auch safe. Wartet. Ich hab die Alex eben wieder mit so einem Pfeil beworfen. Alex hat einen Thomas geschossen. Hä? Ja, ich wollte gerade Alex auch noch so machen, dass sie es ist, weil immer wenn der nicht die Raketen macht. Ja! Yeah. Alex, habe ich dich mit dem Ball nicht getroffen, oder was? Anscheinend. Andi, da hast du richtig geil gehockt. Oh, ja. Ich wollte eigentlich sagen, es muss die Alex sein, weil immer wenn der Andi die Raketen gerade gemacht hat, war Alex sein Partner. Nein, Gallery ist auch neu. Stimmt. Okay, dann bis zur nächsten Folge. Das war lustig. Tschüss. Ja.